Guten Abend, Düsseldorf. Buonasera a tutti gli italiani. Ich muss mal ganz kurz sagen, Düsseldorf ist eine wunderbare Stadt, eine der schönsten Städte in Deutschland. Und außerdem, hier wurde die elektronische Musik erfunden. Und die ist jetzt weltweit bekannt. Okay, nach Berlin bin ich nach München gezogen und habe in München im Jahr 1974 ein Studio eröffnet, das Musicland Studio. Und es ging eigentlich sehr gut. Ich habe am Anfang schon die Rolling Stones gehabt, Led Zeppelin, Freddie Mercury, Queen. Und das Studio ging so gut, dass ich als Künstler oder als Inhaber nicht mehr rein konnte, weil es dauernd besetzt war. In der Zwischenzeit, Pit Bellotti und ich, wir haben Donna Summer in München entdeckt. Wir haben zwei Lieder mit ihr gemacht und ich habe ihr gesagt, und mir hat immer schon sexy Lieder gefallen. James Brown, Je t'aime, moi non plus. Und ich hab Donna gesagt, wenn sie mal eine Idee für eine Zeile, für ein Lied hätte, dann würden wir das aufnehmen. Und da war wieder mal ein Zufall, dass das Studio so zwei, drei Tage frei war. Und sie ist im Studio gekommen und gesagt, ich habe eine schöne Zeile für ein Lied. Sie hat dann den Text geschrieben, wir haben das Lied aufgenommen. Sie hat dann gestöhnt ein bisschen. Und ich habe dann eine längere Fassung gemacht mit 17 Minuten und da musste sie natürlich wesentlich mehr stöhnen, weil das Lied einfach länger ist. Und das hat so nicht so gut funktioniert am Anfang, es war nicht echt. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss eines tun, ich muss alle Leute vom Studio rausbringen, rausschicken oder... Und hauptsächlich ihren Mann. Und dann hat sie gestöhnt und das Lied hieß Love to Love You, Baby. I'm not afraid to die.